Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Wir sind wieder da, ja, diesmal hier mit Vegeta. Wir haben hier noch so eine Nebenaufgabe, die wollte ich mir einmal anschauen. Mit dem Orakel versprechen, wir gucken, was der für uns hat. Bin ich mal gespannt. Das könnte ein echtes Problem sein. Was soll ich nur tun, was soll ich nur tun? Oi. Was redest du denn da, Fisch? Willst du da etwa sagen, du weißt es nicht? Bills hat offenbar ziemlich miese Laune. Wenn das noch schlimmer wird, werden wir alle in Stücke geschlagen. Nani? Moment mal, schläft er denn nicht? Oh doch, aber er spricht im Schlaf und klingt ganz schön verärgert. Hier, schau es dir mal an. Ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es, ich spüre den Drang, etwas zu zerstören. Siehst du? Bist du dir sehr sicher, dass er im Schlaf spricht? Er klingt, als wäre er wach. Es ist egal, ob er schläft oder wach ist. Er sagt, er will etwas zerstören. Soka. Verstehe. Und was hat das mit mir zu tun? Wie bitte? Trainiere dich. Wie es etwa nicht, damit du stärker wirst? Wenn Beerus durchdreht, kannst du nicht mehr trainieren. Ach ja, und im Handumdrehen könntest du auch noch vernichtet werden. Würdest du mir und dir einen Gefallen tun und mal nach Beerus schauen? Ja, das kriegen wir doch wohl hin. Kochrätsel. Okay. Yokaro. Tja, na schön, ich schaue nach ihm. Ja. Nach wem willst du schauen? Nani? Lord Beerus. Der Fisch hat sich nur gefragt, warum du so verärgert gewirkt hast. Hey, warum sagst du denn sowas? Wie ist der sich mal wieder nicht um seinen eigenen Kram kümmern konnte, hat mir eine Diät empfohlen. Und wegen dieser verdammten Diät habe ich Hunger und bin gereizt. Schau mich doch nur an. Sehe ich aus, als hätte ich eine Diät nötig. Nein. Aber warum kochst du mir nicht einfach was, wenn du schon mal da bist? Ich könnte ein Happen vertragen. Du willst, dass ich dir was koche, aber ich bin gerade mitten im Training. Oi. Ist das die Einstellung, die du gegenüber einem Gott der Zerstörung an den Tag legen willst? Okay, ich koche dir was. Freue mich zu hören. In der Zwischenzeit schlafe ich noch ein bisschen. Oh, und bevor ich es vergesse, du darfst, wie es bei dieser Angelegenheit, nicht um Rat bitten. Ja, na. Es soll nicht erfahren, dass ich bei meiner Diät schummle. Oh, okay. Mann, was bin ich froh, jetzt nicht in deiner Haut zu stecken. Das ist alles deine Schuld, aber egal, ich habe keine Zeit, mich mit dir zu streiten. Was soll ich nur tun? Wenn ich ihm nichts Leckeres bringe, wird er mich vernichten. Da du mir irgendwie leid tust, sage ich dir, was selbst du mit den... Was? Zutaten aus der Umgebung hinkriegst. Lord Beerus liebt das Gericht. Wenn du es ihm zubereitest, bessert sich seine Stimmung garantiert. Was ist das dein Ernst? Ja, und zwar mein voller... Also sammle die Zutaten. Hier sind sie. Gatomate, Fleischteig, Leckerbohne. Okay, wo finden wir das denn? Von denen habe ich noch nie gehört. Ja, weil sie nur hier in der Umgebung gibt. Bring mir, was du finden kannst und ich sag dir, ob du die richtigen Zutaten hast. Tja, na schön, dann mache ich mich auf die Suche. Okay, das ist also Vegetas Aufgabe hier. Dann wollen wir mal schauen. Wir müssen gucken. In der Gegend finden wir das, sagt er. Oh, hier sind ja noch mehr Aufgaben jetzt. Ach, die werden angezeigt. Sehr geil. Die werden angezeigt, wo wir die finden. Das ist gut. Da liegt doch schon was. Mal gucken, ob es das ist, was wir brauchen. Gatomate. Okay, gibt es hier noch mehr? Da liegt auch noch mal was. Gatomate brauchen wir aber auch zwei, ne? Ach, da liegt schon der nächste. Gatomate haben wir jetzt alle. Jetzt holen wir uns die restlichen Sachen. Schön, dass das angezeigt wird, ey. Das wäre ja jetzt ein Suchspiel hier geworden. Leckerbohne brauchen wir auch 5, okay. Wo ist der Rest? Da liegt noch was. Das ist Nummer 3. Ich glaube, hier links habe ich auch gerade einen gesehen. Aus dem Blickwinkel heraus. Da, ja.
sammeln wir mal schön lecker Bohnen auf. Damit Lord Beerus nicht sauer wird. Wir wollen ja nicht, dass Lord Beerus hier durchdreht. So. Wo ist der Rest? Einen brauchen wir noch. Einen einzigen. Hier in den Bäumen vielleicht. Nee, nee, ich möchte den Bereich nicht verlassen lassen. Das muss hier irgendwo sein. Einen brauchen wir noch. Da. Hinter dem Bäumchen versteckt. So, jetzt haben wir aber auch alles. Eine Sache fehlt uns noch. Das ist das Fleischsteak. Das ist hier auf der Seite. Und dann haben wir auch alles. Und dann schauen wir mal, dass wir Lord Beerus irgendwie zufriedenstellen können. Da. Oh, zu schnell. Zu schnell, zu viel geflogen. So, ein Zutat noch. Da. Jetzt haben wir alles. Nee. Uns fehlt noch ein Fleischsteak. Achso, drei brauchen wir, okay. Ah, da. Da ist der letzte. Mal gucken, dass Lord Beerus dann auch zufrieden ist. Zutaten übergeben und dann mal schauen. Okay, Fisch sind da. Okay, Fisch, da, sind das die Zutaten, die ich brauche? Hm, sieht gut aus. Und jetzt die wichtigste Zutat. Nani? Was? Das war noch nicht alles? Für das richtige Aroma brauchst du eine besondere Frucht. Allerdings wird es nicht leicht, die zu bekommen. Ach ja, und was genau ist das für eine Frucht? Mal sehen. Sie nennt sich Miauquat, aber die gibt es hier in der Gegend nicht mehr. Bilz mag sie so sehr, dass er sie alle für sich hortet. Zum Glück weiß ich aber, wo er sie versteckt. Und zwar in seiner Hose. Okay. Oi. Moment mal, du willst mir doch nicht so etwas sagen. Ich muss. Ganz genau, du musst sie dir vom Bilz besorgen und du darfst dich nicht dabei erwischen lassen. Wie zur Hölle soll ich das denn machen? Erwartest du von mir, dass ich einfach in seine Tasche greife und sie nehme? Wies hat damit nie ein Problem. Bilz schläft, also ist das schon mal vom Vorteil. Wie dem auch sei, hier ist das komplette Rezept. Viel Glück. Wie Annie trinkt. Wenn ich die Frucht nicht kriege, kann ich das Gericht nicht zubereiten. Und wenn ich das Gericht nicht zubereiten kann, dann... Tja. Verdammt nochmal, hoch drei, ich muss es tun. Ja, Vegeta, schaffen wir schon. Schaffen wir schon. Ich bin mal gespannt, ob das ein Minispiel ist oder ob das einfach nur... Ob ich das einfach so entfernen kann aus der Tasche. Ich muss einfach Ruhe bewahren. Ich schaff das. So. Unglaublich, dass ich sowas tun muss. Okay, und los. Oh oh, Leute. Kann ich dir helfen? Oh nein, wie geht das Gesicht, ey? Was machst du denn da? Du hast ja Nerven, mir gegenüber so aggressiv zu sein. Aggressiv? Ich war dir gegenüber doch nicht aggressiv. Als Gott der Zerstörung habe ich einen sechsten Sinn, wenn es darum geht, diejenigen aufzuspüren, die dumm genug sind, mir schaden zu wollen. Verdammt, wahrscheinlich verhalte ich mich aggressiv, weil ich vor Bilz stehe und es ist mir einfach nicht bewusst. Statt einen Snack zu zubereiten, störst du also meinen Schlaf. Ich bin ziemlich sauer auf dich, Vegeta. Du musst bestraft werden. Verdammt, mir bleibt keine andere Wahl. Okay, wir müssen kämpfen. Beerus Level 200. Aber wir können uns zum Super Saiyan Blue machen. Sehr geil. Ging ja mit Goku in der letzten Folge nicht. Deswegen finde ich das gut, dass das zumindest mit Vegeta jetzt hier geht. Super schnell Feuer Ki-Welle. Alle mal anvisieren. So kann man auch die Ki-Attacken blocken, merke ich gerade mit diesen Fähigkeiten. Oh, wir sind schon fast gut.
Wir müssen ausweichen. Oh, nun getroffen. Ich wollte eine Urknallattacke. Super Urknallattacke. Bisschen aufladen. Jetzt ist er aber gleich müde. Der Boost-Modus von ihm ist gleich vorbei. Ein super Urknallattacke. Oh nein, ausweichen. Boah, die Ki geht aber ganz schön schnell weg, ne? Als Super Saiyan Blue. Sehe ich gerade. Ziemlich schneller Ki-Verlust. Boah, wie er durchdreht die ganze Zeit. Ne? Jetzt aber reinkommen. Er ist immer noch im Boost-Modus. Der Virus. Erstmal was Heilmäßiges. Wann ist er denn mal müde, ey? Der dreht ja nur durch. Jetzt. Jetzt ist unsere Chance da. Jetzt boosten wir uns und gehen volle Hütte da rein. Das nutzen wir aus, Leute. Super Saiyan Blue Vegeta. Volle. Oh nein, jetzt ist er wieder nicht mehr betreut. Wir müssen jetzt so viel Schaden machen, wie es geht. Er ist halt Level 200, ne? Das ist halt ziemlich stark. Weiter geht's. Noch eine Kombo. Komm. Ist der stark. Alter, wir konnten eine Kombo bis jetzt noch raushauen. Sieht jetzt kein Super Saiyan Blue mehr. Machen dementsprechend auch weniger Schaden. Super Final Flash wollte ich machen. Das macht auch fast keinen Schaden. Ich habe fast kein Heilmittel mehr. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber wir schaffen es, glaube ich. Wenn wir so weiterkämpfen können, dann schaffen wir. Er ist auch gleich betäubt. Er ist gleich betäubt, Leute. Noch ein paar Schläge. Jetzt. Jetzt boosten wir uns schnell einmal. Und dann nutzen wir das aus, dass er betäubt ist mit unserem Boost-Modus. Machen ihn einmal fertig. Genau so sieht es aus. Jetzt ist er halt betäubt, da kann er nichts machen. Aber er ist gleich nicht mehr betäubt. Oh nein, jetzt dreht er durch. Okay, wir haben ihn nochmal in der Kombo, im Kombo drin. Jetzt macht er sein... Ja, jetzt macht er sein Boost-Modus. Da müssen wir jetzt auspassen. Oh, ich kann keinen dicke Ballattack, also super unklar raushauen. Einmal heilen. Oh, er ist ziemlich stark. Wir müssen uns aufladen. Super Saiyan Blue ist auch weg jetzt. Wir müssen uns aufladen. Eine Sensobohne müssen wir reinnehmen, sonst sind wir gleich tot. Was halt im Blue und rein. Jetzt ist er betäubt wieder. Jetzt können wir wieder voll Schaden machen. Sehr schön, Leute. Wir haben es geschafft. Und über 4 Millionen XP. Das hilft Vegeta auch sehr, sehr weit. Warte, Lord Beerus. Ich bin genau, ich bin nur vorbeigekommen, zu sehen, wie es dir geht, da dein Snack fast fertig ist. Und was soll das Ganze? Ja. Oh, ich schätze, ich war so auf dein Gericht konzentriert, dass ich abgelenkt wurde. Dein Snack ist fast fertig. Ich verspreche, dass er enorm köstlich sein wird. Ich finde es so witzig, wie Vegeta sich so zum Clown macht, ne? Na schön, sorg nur dafür, dass es bald vererledigt ist und verärger mich nicht nochmal. Natürlich nicht. Jetzt hat er wahrscheinlich die Frucht auch geklaut, ne? Jetzt wird's ernst. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss einfach improvisieren. Mir egal, ob Wurzeln, irgendwelche Früchte oder was auch immer. Ich packe es in dieses verdammte Gericht. Okay? Ja, ne, ja, ne. Du meine Güte. Einige Minuten später. Okay, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ich muss zugeben, es sieht besser aus, als ich gedacht.
Aus besser als gedacht. Aber ich... Boah, jetzt bin ich voll durcheinander. Schwieriges Sprichwort. Ich muss zugeben, es sieht besser aus als gedacht. Aber verglichen mit dem, was Wies drauf hat, ist das gar nichts. Verzeih mir, Lord Beerus. Aber wirklich, wichtig ist der Geschmack. Mal probieren. Ah, nom, nom, nom. Schluck. Ist sehr bitter. Ich dachte mir, ich spreche deinen anspruchsvollen Gaumen an. Ist es etwa nicht gut genug? Es ist zu bitter. Unglaublich, dass du mir sowas Übelschmeckendes bringst. Dafür gibt es eine sehr gute Erklärung. Mir egal, so etwas präsentierst du mir einem Gott der Zerstörung. Du enttäuschst mich, Prinz Vegeta. Ich glaube, ich werde dich jetzt vernichten. Das hat wohl nicht funktioniert. Jetzt nochmal kämpfen vielleicht? Oh, Lord Beerus, Vegeta, darf ich fragen, was ihr da macht? Was machst du denn hier, Whis? Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für deine höhnischen Anmerkungen. Vegeta war so dumm, mir dieses bittere Schweinefraß zu bringen, also mache ich mich bereit, ihn zu vernichten. Ach ja, lass mich mal probieren. Verstehe. Diese bittere Note ist ein seit Generationen auf Planet Vegeta weitergegebenes geheimes Aroma. Nani? Was? Nani? Wirklich? Du überraschst mich, Lord Beerus. Von jemandem deines Alters und Formats hätte ich erwartet, dass er einen derart anspruchsvollen Geschmack zu schätzen weiß. Nandato? Was? Ich weiß, ihn zu schätzen. Der Geschmack ist köstlich, erfrischend und doch leicht bitter. Ich habe Vegeta einfach nur ein bisschen die Hölle heiß gemacht. Danke. Ich bin gerettet. Ich muss schon sagen, ich bin ziemlich enttäuscht, dass du deine Diät nicht eingehalten hast, Lord Beerus. Vergiss nicht, dass ich die Verantwortung für deine Gesundheit trage. Jetzt mach mal halblang, Whis. Ich bin ein Gott der Zerstörung. Ich sollte ja wohl ab und zu einen Snack zu mir nehmen dürfen. Vegeta, dein Gericht war zwar nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte, aber du hast dich recht redlich bemüht. Danke. Ich erwarte, dass du mir das nochmal kochst. Allerdings habe ich vor dir dabei zuzusehen. Was? Du willst, dass ich es nochmal koche? Nani? Ist das ein Problem? Nein, ich schaff das. Gut. Verdammt, wie zur Hölle soll ich das nochmal hinkriegen? Ich habe mich an kein Rezept gehalten. Und was meint er damit, dass er mir zusehen will? Das geht nicht. Da ich mich jetzt besser fühle, wird es Zeit, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Wie viel der Kerl schläft, Leute, ne? Ist der Wahnsinn. Hoho, ich kann mir vorstellen, was du jetzt für einen Stress hast, Vegeta. Gib dein Bestes, damit du nicht versagst. Ich fühle mich, als hätte ich einen Schlag in die Magengrube bekommen. Der mächtige Prinz des Saiyajin auf so etwas reduziert. Verdammt nochmal. Ich beneide dich nicht, Vegeta. Schöne Nebenaufgabe. Sehr witzig, also seit Dragon Ball Super finde ich das richtig cool. Wie Vegeta... Ja, sag ich mal, so ein bisschen verarscht wird zwischendurch, ne? Finde ich wirklich immer wieder sehr, sehr witzig, da ist wirklich sehr viel passiert. Und bei Dragon Ball Z war er ja nämlich so sehr ernst, ne? Und hier haben die so ein bisschen witziger gestaltet mit Vegeta, wie ich finde. Ich glaube, hier haben wir auch alles abgeschlossen. Ich will nur einmal ganz kurz gleich gucken, wie es in der Hauptstory aussieht. Aber bevor wir das alles machen, möchte ich Vegeta erstmal diese ganzen Gegenstände, die diese Weihwasser und so weiter, was wir alles haben, geben. Weil Goku ist ja schon ziemlich stark vom Level her. Weil Vegeta soll da nicht so hinterherhängen. Deswegen kriegt er jetzt alles, was wir hier haben. Damit er auch ein bisschen stärker wird. Sehr gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, dass wir erst einmal hier Feierabend machen. Ja, wir haben ja ordentlich was geschafft. Die Nebenaufgabe mit Vegeta haben wir geschafft. Der ultimative Koch. Ja, was soll man da sagen? Ne? Ziemlich witzig. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.